liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Sendung im Kabeljournal. Und wir wollen heute das Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna besuchen. Aber vorher habe ich noch einen Veranstaltungshinweis für Sie. Ist zwar etwas kurzfristig, aber dennoch wichtig. Am Montag, dem 28. September, findet in den Zwickau-Arkaden, genauer gesagt in der Drogeriemarkt-Filiale von DM, eine Spendenaktion statt. Initiiert wurde das vom Verein des Erzgebirge gegen Blutkrebs e.V. und zwischen 10 und 16 Uhr können Sie sich dort typisieren lassen. Das heißt, es wird ein kleiner Abstrich gemacht. Also schauen Sie mal vorbei und wir besuchen aber jetzt das Esche-Museum. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Auf Schusters Rappen durch Wolkenburg unterwegs waren am 19. September Geschichtsinteressierte. Endstation und Hauptziel der Wanderung, zu der der Heimatverein Wolkenburg Kaufungen eingeladen hatte, war die Maschinenschaffe Spinnerei, die der Graf Detlef Karl von Einsiedel ab 1795 hier im Ort gebaut hat. Er holte sich dazu den Hofbaumeister Giesel aus Dresden hinzu, der zur gleichen Zeit die Kirche gebaut hat, von 1794 bis 1804 und ab 1795 hier diese alte Maschinenschaffelspinnerei. Ein imposantes Gebäude, seltsam vor allem der Baustil der Fabrik. Es ist der Klassizismus, der die Fabrik zeichnet. Es gibt nur wenige alte Dokumente. Es gibt eine Karte von 1798, wo die Spinnerei schon eingezeichnet ist und auch der Wasserverlauf des Buhnengrabens, denn es musste ja Wasser hergeschafft werden, damit dieses Wasserrad, welches aus Lauchhammer gekommen ist, 20 Tonnen schwer, das kann man sich gar nicht richtig vorstellen, fast 10 Meter Durchmesser, das hat sich hier an diesem Gebäude befunden und der Buhnengraben endete dann hier und floss unter diesem Gebäude oder neben dem Gebäude ab und dann wieder Richtung Mulde. Produziert wurde unter schweren Bedingungen. Weil die Schafwolle sich ganz schlecht hat verspinnen lassen, in Chemnitz die Gebrüder Bernhard und Wöhler, die haben das Baumwollprivileg gehabt und konnten dort schon die Baumwolle verspinnen. Und deswegen ist das hier etwas im Nachgang. Aber das Gebäude selber ist schon, wie gesagt, mindestens um 98 fertig gewesen. Und die Produktion ist dann aber erst richtig angelaufen um 1803, 1804 bis 1808. Und dann haben die Gebrüder Krause diese Spinnerei erst gepachtet und dann gekauft. Und später hat sich diese Spinnerei entwickelt, noch mit mehreren Gebäuden, zu der Leipziger Baumwollweberei. Und später hatten wir VEB Malitex Hohenstein Ernsthal Werk 2 hier. Wie für so viele Betriebe in der Region kam auch für Malitex in Wolkenburg nach der Wende das Aus. Ende 1991 wurde das Werk geschlossen. Eine weitere Industriebrache, deren Essemann im Mai 2008 sprengte. Anbauten und Nebengebäude wurden abgerissen. Nur die Urfabrik blieb stehen. Und wir möchten als Heimatverein gerne, dass diese alte Spinnerei von 1795 gerettet wird und wir hier vielleicht eine Nutzung reinkriegen. Und ich denke, wir haben uns in der letzten Zeit auch schon ganz viel darum bemüht und um dieses Gebäude überhaupt bekannt zu machen. Man muss sich das mal vorstellen, in dem kleinen Ort Wolkenburg ist das erste Fabrikgebäude Sachsens. Ob das nun genau stimmt mit der Bernhardschen Spinnerei oder mit der Spinnerei Wöhler, die nicht mehr steht, das kann man heute nicht mehr genau sagen. Am 19. September hatten Geschichtsinteressierte die Möglichkeit, sich das verbliebene Gebäude auch innen anzuschauen. An eine Fabrik erinnert hier nicht wirklich noch etwas. Das Gebäude ist vor ca. 20, 25 Jahren noch als Wohnung genutzt worden. Natürlich immer stückelweise. Es waren hinten aus 9 Wohnungen hier drin. Und die letzten sind wohl, glaube ich, so vor 25 Jahren raus. Seitdem verfällt das natürlich innen ganz sehr. Wir sind sehr froh, dass das Dach noch relativ in Ordnung ist. Also es sind noch keine großen innerlichen Schäden dran. Aber was macht man nun mit solch einem Haus? Direkt Planungen gibt es, glaube ich, noch nicht so.
Es sind mehr Ideen. Wir sind jetzt momentan in dieser Phase, dass wir eigentlich erstmal wieder viele, viele Entscheider, viele Leute in Limbach, vielleicht auch weiter hinaus in Chemnitz oder im Land Sachsen, von diesem Gebäude überhaupt informieren möchten, inwieweit das auch erhaltenswert ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dass erstmal das Gebäude so in der Form nicht einfach nur übrig geblieben ist von dem großen Fabrikkomplex, sondern dass das Gebäude es sich lohnt, dass es wert ist, auch zu erhalten, wieder eine neue Nutzung zuzuführen. Und an der Stelle stehen wir eigentlich jetzt. In einem Jahr haben wir das sehr, sehr bekannt machen können. Hat uns natürlich genutzt, dieses Jahr der Industriekultur, dass da auch so ein bisschen die Ohren dahingehend offen waren. Der Hinweis, eine der ersten Fabrikbauten hier in Sachsen, die Verbindung zu diesen ganzen Industrialisierungen hier in Wolkenburg. Und nun geht es darum, wie können wir weitermachen mit dem Gebäude? Wie können wir irgendwie jemanden finden, der Lust und Laune hat, der auch das Geld übrig hat, das auszubauen? Das Haus ist groß. Es gab die Idee, eine Schule daraus zu machen. Es wurde mehr oder weniger getestet, dass es für die Schule nicht geeignet ist. Dafür ist es wieder zu klein. Da ist die Sache auch wieder vom Tisch. Aber vielleicht finden wir Tagespflegestelle, vielleicht für Demenzkranke oder war auch schon so ein bisschen für ein Mehrgenerationen-Wohnhaus. In dieser Richtung sind wir jetzt auf der Suche, jemanden zu finden. Vielleicht ergibt sich was, vielleicht müssen wir auch da noch mal intensiver gehen. Aber wir sind eigentlich guten Mutes, denn der Standort hier in Wolkenburg ist sehr, sehr zentral. Wir haben die Sporthalle daneben, der Kindergarten. Die ganze Anbindung hier ist optimal. Ich denke, ich bin eigentlich jetzt mittlerweile sehr, sehr frohe Hoffnung, dass wir da vielleicht mal noch einmal ein gutes Ende zu diesem alten, ehrwürdigen Gebäude finden. Und wie sieht es mit dem Denkmalschutz aus? Also der Denkmalschutz hat ja schon so ein bisschen seine Augen drauf. Das wird dann auch der Herr Kaminski bei den Führungen heute noch mal ein bisschen zeigen, an welchen Stellen das so wichtig ist. Natürlich muss es denkmalgerecht umgebaut werden. Also da ist immer ein bisschen der Augenmerk drauf. Das Treppenhaus ist unter Denkmalschutz, mehrere Türen hier drin und natürlich die Außenfassade. Das macht ja quasi dieses Haus so sehr wertvoll, weil es ein Fabrikbau ist, der im Stil eines Herrenhauses gebaut wurde. Das gibt es eigentlich so in der Art kaum noch hier in Sachsen zu finden. Und natürlich muss diese Fassade in der Form erhalten bleiben. Museumsreif ist auch fast die Badgestaltung in den einzelnen Wohnungen. Von schlicht über erschlagend pompös bis hin zu optimal effizient. Die Mitglieder vom Heimatverein ermöglichten nicht nur die Besichtigung der ehemaligen Spinnmühle, sondern hatten zudem Kaffee und Kuchen vorbereitet, so dass der Wandertag auf den Spuren von Wolkenburgs Industriegeschichte gemütlich ausklingen konnte. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Herzlich willkommen bei Rico Möbel, Ihr Einrichtungspartner im Erzgebirge. Wir sind ein mittelständisches Möbelunternehmen mit geschultem Fachpersonal von Verkäufern, Tischlern und Monteuren. Unsere familiäre Atmosphäre, unsere Kundennähe und unsere Schnelligkeit zeichnen unser Haus aus. Bei uns finden Sie alles über Wohnen, Küche und Schlafen. Mit uns können Sie einen individuellen Liefer- und Montagetermin vereinbaren, das heißt, wir richten uns nach Ihnen. Liva, unsere Hausmarke, unsere eigene Möbelkollektion mit 5 Jahren Garantie, gibt es nur bei uns. Liva, umwerfend schöne Möbel. Neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns doch mal in Stolberg. Rico Möbel, wir lieben Möbel.
Normal über die Straße gehen, das kann jeder. Versuchen Sie es doch auch einmal im Krebsgang. Aber nur, wenn Sie schnell genug sind und keine Scheu haben, von anderen Passanten als auffällig wahrgenommen zu werden. In Chemnitz aufgefallen sind die neuen Schüler der Euroakademie Chemnitz. Wenn man neu ist, muss man sich erst einmal kennenlernen. Am besten geht das, wenn man zusammen Aufgaben anpackt und erledigt. Das geschah nun in Form des Projektes Stadtrallye. Dieses Projekt ist für die Schüler gedacht, dass sie sich als Team kennenlernen, dass sie im Team arbeiten und dass sie im Team eine Aufgabe absolvieren. Es war halt wirklich auch so, dass diese Stadtrallye von den Klassen unterschiedlich vorbereitet wurden, von jeder Klasse für eine andere Klasse. Das heißt, es wurden Briefe erstellt, es wurden Bilder gemalt, um einfach mal wichtige Sehenswürdigkeiten aus den Stadtbereichen aufzuzeigen und dann wie so eine Art Schnipseljagd durch Chemnitz durchzuführen. Diese Schnitzeljagd durch die Stadt der Moderne lief am 3. September unter dem Motto »Sind wir bunt?« Es ging nicht nur darum, dass die Schüler sich kennenlernen. Ihnen sollte außerdem das Projekt Chemnitz 2025, die Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas, näher gebracht werden. Mit der Stadtrallye bot sich den Schülern die Möglichkeit, so manche Ecke von Chemnitz kennenzulernen. Unter anderem war der Sonnenberg dabei, Kassberg, die Innenstadt und das Heckertgebiet. Und wir haben wirklich probiert, das den Schülern näher zu bringen, unsere Kultur, was wir halt alles haben in Chemnitz. Und die Fragen stellt, sind wir wirklich bunt, sind wir wirklich offen für alles, um einfach den Schülern das Projekt näher zu bringen und um zu zeigen, was wir eigentlich für schöne Stadtteile in Chemnitz haben. Neu begonnen hatte bei der Euroakademie Chemnitz das Schuljahr für die Sozialassistenten sowie Erzieher. Die Klassen schickten sich gegenseitig mit Bildern, Rätseln und Aufgaben auf den Weg. Um die Stadtrallye erfolgreich zu meistern, war Teamfähigkeit gefragt. In den Berufen, die Schüler künftig ausüben möchten. Da ist ja auch Teamfähigkeit ein großer Hauptpunkt, gerade wenn man in einer Kita zum Beispiel ist, mit mehreren Mitarbeitern. Und man muss ja auch in der Gruppe arbeiten, wenn jemand mal ausfällt, personell, wenn jemand mal krank ist oder wenn jemand auf eine Umschulung ist oder wenn jemand in der Schule ist. Das ist einfach dieses Teambuilding. Aber das wird halt auch für den Beruf schon vorausgesetzt. Teambildung, Engagement und Einsatz etc. Das ist ja auch, und sozial engagiert ist ja einfach für die Berufe auch sehr wichtig. Engagiert nahmen die Schüler die Stadtrallye in Angriff und lösten mit viel Fantasie die Rätsel und Aufgaben an den einzelnen Stationen. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Viele der während der Stadtrallye entstandenen Schnappschüsse wurden eine Woche später vor der Euroakademie Chemnitz in der Hartmannstraße frei nach dem Motto »Wir lieben Chemnitz« präsentiert. Auf der 5. Kulturhauptstraße an der Schmidtbank-Passage. Geschaffen vom Team Chemnitz 2025, Händlern, Gastronomen und Unternehmen, um die Chemnitzer Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025 zu unterstützen. Die Euroakademie hat schon vor vielen Jahren in Chemnitz Wurzeln geschlagen. Und wir wollen natürlich auch Chemnitz voranbringen. Der Standort Chemnitz ist sehr beliebt bei unseren Schülern und wir haben das auch dieses Jahr wieder gesehen durch die Anmeldung. Unsere Schüler kommen gerne zu uns an der Schule und man hat auch bei der Stadtrallye gesehen, dass auch viel Spaß im Vordergrund steht neben dem Lernen. Neben den Sozialassistenten und Erziehern werden an der Euroakademie Chemnitz aktuell Altenpfleger, Heilerziehungspfleger sowie Krankenpflegehelfer ausgebildet und neu generalisiert der Pflegefachmann. Man möchte außerdem zum Beispiel auch wieder im kaufmännischen Bereich so ein Stück weit nach vorne bringen. Dazu gehört die Ausbildung zum Industriekaufmann, Kaufmann im Einzelhandel oder Kaufmann für Büromanagement. Wer Interesse an einer Ausbildung bei der Euroakademie Chemnitz hat, egal ob Erstausbildung, Umschulung, Fort- und Weiterbildung, kann sich im Internet informieren und auch Kontakt aufnehmen. www.euroakademie.de/chemnitz. Die Bildungseinrichtung kennenlernen kann man außerdem zum Tag der offenen Tür am 10. Oktober von 10 bis 13 Uhr. Ja, liebe Zuschauer, mittlerweile befinden wir uns direkt in der Ausstellung Am Küchentisch, Heimarbeit und Hausindustrie im Wandel der Zeit hier im Escher-Museum. Und Frau Dr. Wiegand-Stempel, wir waren zwar schon mal zur Ausstellungseröffnung hier, aber weil es ja nur auf die kalte Jahreszeit zugeht und am 26.09. nochmal dieser Zeitsprungtag stattfindet, haben wir uns gedacht, wir kommen nochmal bei Ihnen vorbei. Also am Zeitsprungtag, was wird da hier alles los sein, beziehungsweise welche Sonderführungen oder Veranstaltungen werden hier stattfinden?
Also wie der Tag schon sagt, Zeitsprungtag, gibt es nochmal einen kleinen Sprung in die Vergangenheit. Und es wird zwei Führungen hier vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt Heimarbeit, also zu dieser Ausstellung geben, 14 und 16 Uhr jeweils. Und die Führungen begleitet wer? Das wird die Gabriele Papstmann machen. Und bei den Führungen, worauf liegt da speziell der Fokus? Das will ich jetzt nicht verraten. Ich erzähle Ihnen lieber noch was zur Ausstellung selbst. Diese Ausstellung ist natürlich jetzt nicht das, was man heute unter Heimarbeit versteht, sondern wir haben das Ganze historisch betrachtet, weil die Heimarbeit als Lohnerwerb lange Zeit eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat hier in der Region. Und man kann es vielleicht an dem Setting auch so ein bisschen erahnen. Also der ein oder andere mag sich dann wirklich in die Kindheit zurückversetzt fühlen, wo er bei der Oma oder bei der Mutter die Heimarbeit noch selbst erlebt hat. Also das war ein gängiger Erwerbszweig für Frauen, vor allen Dingen in der Textilproduktion. Und welche Arbeiten waren da so besonders bedeutungsvoll? Das hat sich natürlich im Wandel der Jahre geändert. Also ganz ursprünglich war es ja selbstverständlich, dass von zu Hause aus gearbeitet wird. Und dort fangen wir auch an historisch, nämlich mit den für Limbach die seit dem 18. Jahrhundert zu Hause in der Wohnstube an ihrem Strumpfwirkstuhl saßen und eben den Stoff für Strümpfe hergestellt haben. Dann war die ganze Familie eingespannt, also da mussten die Kinder vorbereitende Tätigkeiten machen, die Frauen haben dann meistens die Strümpfe zusammengenäht. Das war also wirklich der Hauptverdienst für diese Familien. Später waren es dann vor allen Dingen die Handschuhe, da war die Region schon sehr stark industrialisiert. Die Stoffe wurden also in der Fabrik hergestellt, aber für die Handschuhe selbst war es doch sehr aufwendig. Die mussten ja geschnitten werden und die einzelnen Teile zusammengenäht werden und gezwickelt werden und was weiß ich nicht alles. Und deswegen war dort die Heimarbeit sehr, sehr lange noch verbreitet, weil man das eben zu Hause an der Nähmaschine und am Küchentisch leisten konnte. Und zur DDR-Zeiten, das ist sozusagen unsere dritte Zeit, die wir hier vorstellen, gab es dann nochmal einen Wechsel hin zu Trikotagen. Und dann wurde nicht nur genäht, natürlich vorwiegend, aber auch gebügelt, einfach nur zusammengelegt, Knöpfe angenäht, Schleifchen angenäht oder ähnliches. Also das war dann schon sehr vielfältig. Ja, aber bevor wir hier weiter schnasseln zum Thema Heimarbeit und zur Ausstellung hier im Escher-Museum, sehen Sie erst einmal die Wochensplitter. Die Wochensplitter werden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte. Während andere am Sonntagvormittag gemütlich am Frühstückstisch saßen, hatten am 20. September im Chemnitzer Ortsteil Röhrsdorf die Einsatzkräfte eine lange Nacht in den Knochen. Sie wurden 2:10 zum Carportbrand gerufen. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass das Feuer schon auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergegriffen hatte. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Chemnitz, die Feuerwehr aus Röhrsdorf, Wittgensdorf, Stelzendorf. Und aktuell ist jetzt noch die Feuerwehr Rabenstein und die Berufsfeuerwehr Chemnitz im Einsatz für Restlöscharbeiten. In Sachen Brandursache gab es am Sonntagvormittag noch kein endgültiges Ergebnis. Aber es ist davon auszugehen, dass es Brandstiftung war, aber das ermittelt erst die Brandursachenermittlung der Polizei. Die ist ebenfalls vor Ort und untersucht daraufhin. Eine Bewohnerin wurde ins Krankenhaus gebracht und ist schwer verletzt und ein Hund konnte gerettet werden. Carportbrände gab es in den vergangenen Wochen schon mehrere in unterschiedlichen Chemnitzer Stadtteilen, weswegen ein möglicher Zusammenhang geprüft wird. Es werden Zeugen gesucht, die Beobachtungen in Zusammenhang mit den Bränden gemacht haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz unter Telefon 0371 387 3448. Am 19. September wurde in Taucha spaziert. Grund ein Ortsentwicklungskonzept.
Mitarbeiter des Unternehmens, das das Konzept erarbeitet, waren bereits am Vormittag im Kernort Taucha mit Einwohnern unterwegs. Und haben mit den Einwohnern und den Interessierten darüber gesprochen, was verbessert werden könnten, wo so die Stärken und Schwächen sind. Und jetzt treffen wir uns aktuell hier in Köthensdorf-Reizenhain, um eben mit den interessierten Einwohnern den zweiten Rundgang zu machen durch den Ortsteil. Bei dem ersten Rundgang war festzustellen, im Grunde genommen mögen die Bewohner ihre jeweiligen Ortsteile sehr. Also zumindest Taucha wissen wir jetzt schon, haben wir schon die Runde gegangen. Sie wissen die Nähe zu schätzen, die Kompaktheit auch zu schätzen. Und sie sind gar nicht so kritisch mit ihrem Ort, wie man das vielleicht glauben kann. Es gibt einzelne Punkte, die sie verbessert haben möchten. Aber Großen und Ganzen sind sie doch sehr ortsverbunden. Bei dem Rundgang in Köthensdorf-Reizenhain kamen ebenso zahlreiche Sachen zur Sprache, die die Einwohner verbessert haben möchten. Von der Parkplatzsituation vor der Grundschule, die Gestaltung von öffentlichen Plätzen bis hin zum Wanderwegenetz. Zum Thema Grundschule. Es gibt jetzt Überlegungen, das ein bisschen umzuorganisieren, baulich zu verändern. Und auch das werden wir nochmal besprechen. Wir werden auch im Rahmen der Untersuchungen eben eine Kinder- und Jugendbeteiligung durchführen, damit auch die gefragt werden können, was sie sich wünschen. Aber wir stehen ganz am Anfang des Prozesses und die Details und die ganzen Ideen, die müssen erst noch kommen und die werden wir erst noch aufnehmen. Zum Ortsspaziergang war jeder Einwohner eingeladen, nicht nur mitzugehen, sondern ebenso seine Anregungen und Ideen einzubringen. Das 12. Treffen des Netzwerkes Ärzte für Sachsen fand am 23. September im Tagungssaal des Wasserkraftwerks Mittweida statt. Unter den Gästen der Veranstaltung konnte der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer Erik Bodendiek auch Gesundheitsministerin Petra Köpping begrüßen. Die sächsische Staatsministerin für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt eröffnet das Treffen mit einem Grußwort zum Thema Corona-Pandemie, sektorenübergreifende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Im Zentrum der Veranstaltung stand die Arbeit zur ärztlichen Nachwuchsgewinnung in Sachsen. Neue Förderbausteine und Modellprojekte wurden vorgestellt, welche die Versorgungsstruktur stärken sollen. Ein Imagefilm Junge Ärzte in Sachsen soll im Herbst produziert werden. Auch eine Social-Media-Kampagne auf Instagram ist geplant. Mit Informationen zu Studium, Weiterbildung, sächsischen Fördermöglichkeiten und zum Freistaat Sachsen allgemein sollen mehr Ärzte für eine Tätigkeit in den ländlichen Regionen Sachsens gewonnen werden. Ein Dauerthema bleiben die Updates zur Telemedizin. Das Netzwerk Ärzte für Sachsen besteht aus mehr als 171 Partnern aus dem sächsischen Gesundheitswesen, Kommunen und Bildungseinrichtungen. Das Sozialministerium unterstützt das Netzwerk finanziell und erfüllt damit einen Teil des 20-Punkte-Programms zur medizinischen Versorgung im Freistaat. Ein besonderes Einkaufserlebnis gab es am 19. September in Frankenberg. An diesem Tag wurde zum ersten Frankenberger Bauernmarkt eingeladen. Geplant ist er eigentlich schon 2019, noch während der Landesgartenschau, im Rahmen der Nachnutzungsüberlegungen. Dann kam die Corona-Geschichte nun damit dazu. Und wir sind froh, dass dann auch den Händlern jetzt über diese frische Markt- und Spezialmarktgeschichte eine Möglichkeit geben können, ihre Produkte anzubieten. Und die Frankenberger wollten das ja auch sehr gerne. Den Wunsch haben wir auch damit erfüllt am Bauernmarkt und wir werden aufgrund des großen Erfolges, der von den ganzen Händlern auch mit bewiesen worden ist nochmal, den auch wieder in einem Rhythmusfest durchführen. Welcher Art, das muss man noch überlegen, genau. Als man begann, den ersten Frankenberger Bauernmarkt zu planen, hatte man viele gute Ideen, die allerdings aufgrund der Corona-Pandemie erst einmal auf Eis gelegt werden mussten. Wir haben jetzt bei diesem Bauernmarkt bedingt durch die Hygieneregeln auf einige Inhalte verzichtet, also zum Beispiel auf Gastronomie, auf eine Kochshow, die wir gerne machen wollten. Und das werden wir aber beim nächsten Mal hoffentlich dann nachholen können. Also die Kochshow ist vom Stand frisch in den Topf, dass wir einen Koch hier haben, der eine tolle Kochshow bietet, dass wir auch für die Kinder noch mehr machen können. Das ist alles leider diesen aktuellen Hygieneregeln zum Opfer gefallen. Aber das hat jetzt der guten Stimmung und auch den guten Geschäften für die Händlerschaft überhaupt keinen Abbruch getan.
Die Besucher konnten nicht nur Produkte von Erzeugern aus der Region erwerben, sondern zudem Bauernhofatmosphäre erleben. Denn man hatte einige Bauernhofbewohner mitgebracht, die das saftige Grün im Mühlbachtal genossen und die Städte neugierig begutachteten. Augustusburg veranstaltete am 20. November den zweiten Naturmarkt. Bereits im vorigen Jahr ist der Kursfürst in Annagarten eingeweiht worden und da hatten wir den ersten Naturmarkt hier in Augustusburg. Und da er ganz guten Anklang gefunden hat, haben wir uns entschieden, diese Tradition fortzuführen und hier in Augustusburg mindestens einmal im Jahr auch einen weiteren Naturmarkt durchzuführen. Was kann man sich unter Naturmarkt vorstellen? Zurzeit sind ca. 16 Händler hier vertreten mit den unterschiedlichsten Angeboten. Natürlich alle in Verbindung mit Natur, mit Kräutern, im Zusammenhang mit dem Kurfürstin Anna-Garten. Die Kurfürstin Anna von Sachsen war höchstpersönlich anwesend, um die Besucher zu begrüßen und sie durch den St. Anna-Garten zu führen. Und leider mussten wir uns heute auch an das Hygienekonzept halten, sodass wir immer nur eine beschränkte Anzahl an Personen reinlassen können. Aber ich denke, wir haben es ganz gut umgesetzt. Und die Leute sind alle sehr freundlich hier und sind alle gespannt, was ihr heute noch so erwartet. Und wir werden heute dann, denke ich mal, einen schönen Tag noch erleben. Bis 17 Uhr war der Naturmarkt geöffnet. Neben Lebens- und Genussmitteln konnte man natürlich auch vielerlei andere Dinge erwerben. Die Leiterin des Museums der Stadt Liechtenstein, Anne-Sophie Berner, hat am 21. September ins DIZ-Zentrum eingeladen, um eine Federzeichnung zu präsentieren, die nun im Besitz des Museums und damit der Stadt Liechtenstein ist. Im Mai 2019 erhielt die Museumsleiterin einen Anruf von einem Kunstsammler aus dem Westen der Bundesrepublik. Und bot eine Zeichnung vom Schloss Liechtenstein und von Adrian Zink an. Das klang sehr interessant, sodass ich diesen Faden da aufgenommen habe. Er hat natürlich das Angebot nicht verkaufen wollen. Und die Stadt Liechtenstein ist ja finanziell in keiner guten Situation. Also war die Schwierigkeit einerseits großes Interesse und andererseits ja, wie das Ganze finanzieren. Und so hat es auch relativ lange gedauert, bis wir diese Finanzierung dann wirklich perfekt hatten. Es ist zu 80% vom Land Sachsen bezahlt worden. Hier als Organisator, Vertreter für diese Finanzierung die Landesstelle für Museumswesen in Chemnitz und zu 20% von der GmbH, die das Schloss saniert und deren Kopf der Herr Schreckenbach ist, der Eigentümer des Schlosses. 80% und 20% von 6.000 Euro. Der private Sammler. Er hat seine Sammlung aufgelöst und er hat bei dieser Auflösung darauf Wert gelegt, wie er erzählt hat, dass die Sachen dort an die Orte hinkommen, wo eine Beziehung herzustellen ist. So, und wenn man sich das jetzt also mal anschaut, Adrian Zink, das ist ein bedeutender Landschaftsmaler, eigentlich ein Schweizer Künstler, der über verschiedene Stationen, Zürich, Paris, nach Dresden an die Kunstakademie gekommen ist und dort sehr lange gelebt und gewirkt hat. Er hat ganz ausgedehnte Reisen in die Umgebung gemacht, also ins Erzgebirge, nach Böhmen, nach Thüringen und hat dort Landschaften und Orte gezeichnet. Und er hat diese Orte und Landschaften auch sehr, sehr detailgetreu gezeichnet. Also das ist eben auch für ihn so typisch und das macht es für uns eben auch wiederum besonders interessant. Hier sieht man oben auf dem Berg sehr markant das Schloss und jetzt kommt das Besondere. Hier sieht man diese Renaissancegiebel. Und diese Renaissancegiebel, die sind dann später in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei einem Schlossumbau verschwunden. Und jetzt im Zuge dieser ganz umfangreichen Bauforschung hat man also viele Elemente aus der Renaissancezeit auch im Inneren des Schlosses wiedergefunden und sich dazu entschlossen, da wieder etliches davon zu zeigen dann nach der Sanierung. Und auch diese Giebel sollen wieder sichtbar gemacht werden. Und da gibt es bisher nur eine Zeichnung, die sich in Glauchau befindet, auf einem Stammbaum. Da sind verschiedene Schönburger Schlösser zu sehen, unter anderem auch das Liechtensteiner. Es ist relativ nicht so detailreich,
dargestellt, aber da sieht man auch diese Renaissance-Stile. Aber hier ist es nun ganz perfekt und sehr gut zu sehen. Von daher ist das also nicht nur stadtgeschichtlich interessant oder auch regionalgeschichtlich fürs Thema Schönburg, sondern auch für diese ganze Schlossumbaugeschichte ist es also ein tolles Dokument. Liechtensteins Bürgermeister Thomas Nordhain holte höchstpersönlich die Zeichnung, die um 1775 entstand, vom Verkäufer ab. Das war auch persönlich für mich eine sehr spannende Geschichte. Man fährt ja nicht alle Tage ein Kunstwerk im Wert von mehreren tausend Euro durch die Lande. Aber es ist wohlbehalten hier eingetroffen und wir sagen herzlich Dankeschön wirklich nochmal dem Freistaat Sachsen für die hohe Förderung und natürlich der Universalputz GmbH aus dem benachbarten St. Egidien mit dem Geschäftsführer Herrn Schreckenbach, der gleichzeitig der Schlossherr ist. Für uns ist es auch ein Baustein unserer angedachten neuen Dauerausstellung des Museums, die hier in dem Schlosspalais-Komplex untergebracht werden soll. Und dann sagen wir, das ist ein wunderschöner Baustein, der die Achse Schlosspalais-Komplex Miniwelt als zukünftigen Kulturhügel der Stadt Liechtenstein ein kleines bisschen mit belebt. Ab dem Wochenende, 3. und 4. Oktober, kann die Öffentlichkeit erstmals die Federzeichnung in Augenschein nehmen. Von 10 bis 17 Uhr. Auf dem Markt in Hainichen gibt es etwas Neues. Am 16. September wurde ein Messpunkt eingeweiht. Eine gemeinsame Aktion des Altstadtfördervereins Hainichen und des Mercator-Vereins Chemnitz. Also wir vom Mercator-Verein haben uns auf die Fahne geschrieben, die Vermessung der allgemeinen Bevölkerung ein bisschen näher zu bringen. Und ein Produkt davon ist solch ein GPS-Referenzpunkt. Das ist der dritte Referenzpunkt, den wir in Sachsen jetzt installiert haben. Wir haben schon zwei in Chemnitz gemacht. Und so ein GPS-Referenzpunkt zeigt Koordinaten und die Höhen an und dient, sag ich mal, für die Bevölkerung zur, sag mal, Orientierung ihrer GPS-Geräte, ihrer Handys. Ein Beispiel für Geocacher, ein ganz gutes Mittel, um, sag mal, ihr GPS zu kalibrieren. Es werden abgebildet verschiedene Koordinatensysteme. Die geografischen Koordinaten sind, sag ich mal, allgemein die gebräuchlichsten. Die sind hier auf Dezimeter genau angegeben. Ebenso die Höhe über dem Meeresspiegel ist auch auf Dezimeter angegeben. Und so kann man immer genau erkennen, in welcher Höhe man sich hier befindet an so einem Punkt. Wir haben auch noch ein paar interessante Links zur Stadt Hainichen, zum Gellert aufgebracht. Und mit diesem Link haben wir eine Webseite, eine Internetseite gestaltet, die jedem zeigt, damit nicht so etwas anfangen kann, wozu so ein Referenzpunkt da ist. Die Idee, solch einen Messpunkt in Hainichen zu platzieren, kam 2015, als im Rahmen des 300. Gellert-Geburtstages der Mercator-Verein Chemnitz mehrere Vorführungen zum Thema öffentliche Vermessung auf dem Markt in Hainichen machte. Eingeweiht werden sollte der Messpunkt vor der Eröffnung des Hauses Goldener Löwe. Da dieses Ereignis in den November verlegt wurde, lud der Bürgermeister Dieter Kreisinger nun zur Messpunkteinweihung ein, mit Blumensträußen für die, die Anteil an der Verlegung hatten. Am Sonntag öffnete im Museum Alte Pfarrhäuser mit weiter die Sonderausstellung der Maler Max Ernst Landschreiber zum 140. Geburtstag. Zur Eröffnung angereist waren auch sein Enkel und die Urenkelin. Der Künstler Max Ernst Landschreiber wurde am 30. Juni 1880 in Mittweida geboren. Er entstammt dem Handelshaus E.H. Landschreiber in der Rochlitzer Straße 4 bis 6. Malerei studiert hatte der Künstler in München. In den 20er Jahren verlegte er seinen Wohnsitz von München nach Fürstenfeldbruck. Am 4. September 1961 verstarb Max Ernst Landschreiber in Fürstenfeldbruck. All das und noch einige Details mehr erfuhren die Gäste der Eröffnung in einem Vortrag von Patricia Otto. Die Ausstellung ist aus bautechnischen Gründen in der ersten Etage des Museums zu sehen. Stilvoll wurden die Bilder in die Mittweida Geschichtsausstellung integriert. Sie zeigt mit 71 Werken einen Querschnitt seiner Arbeiten, neben Ölgemälden, Aquarellen und Bleistiftzeichnungen.
Landschreiber widmete sich vorwiegend Außenmotiven. Natürlich sind in der Sonderausstellung auch mit weiterer Ansichten zu sehen. Das Werk von Max Ernst Landschreiber umfasst 1500 Werke. Jubiläum beim Rochlitzer Bergtriathlon. Rund 150 Triathletinnen und Triathleten schrieben am 13. September das aktuellste Kapitel des Rochlitzer Bergtriathlons. Während die Organisatoren im Vorfeld die Herausforderungen im Corona-Jahr meistern mussten, kämpften die Sportlerinnen und Sportler rund um den Rochlitzer Berg um Meter und Sekunden. Zur Auswahl standen die Sprintdistanz im Einzel, die olympische Distanz Einzel und Staffel. Dort ging es auch um die Sachsenmeisterschaft. Die Organisatoren und Helfer sorgten für die bestmöglichen Wettkampfbedingungen. Die Streckenführung beim 30. Rochlitzer Bergtriathlon war im Vergleich zu den vergangenen Auflagen schwieriger gewesen und trug natürlich rochlitzbergigen Charakter. Beim Triathlon-Sprint waren 750 Meter Schwimmen in der Zwickauer Mulde, 20 Kilometer Radfahren und 4 Kilometer Lauf zu bewältigen. Auf der Sprintdistanz triumphierten Emily Lucy Köpper vom TSV 1880, Gerhard Zwötzen und Hendrik Becker vom Team Erico Flo. Beim Triathlon Olympisch mussten die Athleten 1500 Meter schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer laufen. Erfolgreich über die olympische Distanz waren Julius Domnik vom Triathlon Jena und Theresa Werner von der SG Adelsberg. Sie wurde somit auch Sachsenmeisterin über diese Distanz. Sachsenmeister wurde Clemens Kumpe vom OSV Kamenz e.V. Und bei den Staffeln die Schmutzfinken. Der Kreissporttag des KSB Mittelsachsen fand am Sonnabend in Hertha statt. 67 Vertreterinnen und Vertreter waren der Einladung zur Mitgliederversammlung des Verbandes in die Hart Arena gefolgt. Zu den Gästen, die Präsident Volker Dietzmann begrüßen konnte, gehörten neben Landrat Matthias Damm, Kreistagsabgeordnete, der Generalsekretär des Landessportbundes Christian Dahms und Saskia Buchwald von der Sportjugend Sachsen. Auf der Agenda des Kreissporttages stand neben der Wahl des Vorstandes und den Auszeichnungen der Sport-Oscars 2020 auch der Impulsvortrag von Prof. Dr. Sebastian Braun zum Thema Die Zukunft der Sportvereine im ländlichen Raum. Braun ist Professor an der Berliner Humboldt-Universität. Sein Referat beinhaltete eine Analyse der Sportlandschaft und der gesellschaftlichen Entwicklung im ländlichen Raum. Der Trend gehe zu mehr Aktivitäten und es stehen mehr Plätze zum Sporttreiben zur Verfügung. Außerdem stünden nicht nur Erfolge im Vordergrund, sondern zunehmend auch mehr Gesundheit und Spaß, führte Braun aus. Anschließend folgte der Bericht des Präsidiums zum Sportjahr 2019. Dort ging Präsident Volker Dietzmann auf die zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen des KSB wie Vereinsdialog, Kinder- und Jugendspiele, Kita Team Cup und ähnliches ein. Den Finanzbericht zum Haushalt 2019 und dem Haushaltsplan 2020 präsentierte Ronny Wiel. Aufgrund der Corona-Situation und ausgefallener Veranstaltungen wurden viele der geplanten Gelder nicht ausgegeben. Diese stehen dann im neuen Jahr zur Verfügung, sagte er. Wegen der pandemiebedingten Unwägbarkeiten wurde der Haushaltsplan 2020 unter Vorbehalt beschlossen. Neben der Beschlussfassung erfolgte auch die Entlastung des bisherigen Vorstandes. Im Rahmen der Veranstaltung wurden mit dem RSV FIU Bike Augustusburg, der Döbelner Dance Company, der privilegierten Bogen- und Scheibenschützengesellschaft 1498, dem Sportmuseum Mittelsachsen und dem MSC Wechselburg 5 Vereine in den KSB aufgenommen. Mit den Sport-Oscars des KSB wurde das Ehrenamt von Benjamin Czage vom SV Rotation Göritzhain und Hans Marschner vom Leichtathletik- und Wandersportverein Jeringswalde gewürdigt. Die Ehrung des abwesenden dritten Preisträgers erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Weiterhin wurde Volker Dietzmann mit der Ehrennadel des Landessportbundes in Gold geehrt. Die Laudatio hielt der Generalsekretär des LSB Christian Dahns. Ronny Wiel wurde mit der Engagementgabe in Gold der Sportjugend Sachsen ausgezeichnet. Überreicht wurde der Preis durch Saskia Buchwald.
Ebenfalls auf dem Programm standen Satzungsänderungen, unter anderem im Bereich Datenschutz, Jugend, Vorstand und Hauptausschuss. Die Wahl des neuen Vorstandes und Präsidenten des Kreissportbundes erfolgte einstimmig. Neuer Präsident ist Erik Braun. Volker Dietzmann trat nicht mehr an und rückte in die zweite Reihe. Zum neuen Vorstand gehören mit beratender Stimme Ehrenpräsident Rüdiger Borg und die neue Vizepräsidentin Diana Weiser. Neben Weiser sind auch Volker Dietzmann, Matthias Scheidig und Philipp Hartewig zu Vizepräsidenten gewählt worden. Erik Braun nahm die Wahl zum Präsidenten des Kreissportbundes an und bedankte sich bei den Anwesenden für das Vertrauen. Der Kreissportbund Mittelsachsen vertritt nach eigenen Angaben rund 400 Sportvereine mit 47.000 Mitgliedern. Davon sind 17.000 Kinder und Jugendliche. Drei Tage vor dem Herbstanfang tanzte in einem Hofeingang am Burgstädter Markt der Weihnachtsmann. Von drinnen klang Weihnachtsmusik nach draußen, gespielt vom Akkordeonorchester Penig. Und auch sonst weihnachtete es hier mächtig, gewaltig. Hä, was war denn hier los? Das ist unser Satire-Weihnachtsmarkt. Der findet zum zweiten Mal in Burgstädt statt. Vormals war das am Prellbock in Lunzenau. Der hat aber die Sache 2018 beendet. Und nach Überlegungen habe ich gedacht, vielleicht könnte man das in Burgstädt auch mal versuchen. Letztes Jahr war das ein Versuch, wurde schon ganz gut angenommen. Und dieses Jahr das zweite Mal. Und es geht darum, den Konsumrausch auf die Schippe zu nehmen. Denn seit August liegen ja haufenweise die Lebkuchen in den Supermärkten rum. Und da war einfach die Idee dahinter, das mal sozusagen auszuleben, wie das aussieht, wenn man bei hohen Temperaturen und wenn die Sonne scheint, Weihnachten feiert. Wie schon im vergangenen Jahr hatten auch 2020 die Burgstädter Lust auf den nicht ganz ernst gemeinten Weihnachtsmarkt. Die Idee kommt gut an, liegt sicherlich auch daran, weil es dieses Jahr ein straffes Programm gibt. Jede Stunde eine Attraktion. Es war neu das Pyramiden anschieben, also wie man spricht, wie Bier und nicht wie Pyramide, sondern Pyramide. Und das ist so eine Art Glücksrad, wo man auch Preise gewinnen kann. Natürlich in der Hauptsache Bier, aber auch Glühwein und für die Kinder natürlich auch alkoholfreie Getränke und auch ein Kinderpunsch. Der Weihnachtsbaum fehlte ebenfalls nicht. Aber keine Ahnung, ob der Burgenkäfer oder die Trockenheit ihm zusetzte. Für manche ist Weihnachten ein heiliges Fest. Im Vorfeld gab es natürlich auch einige Stimmen, die gesagt haben, um Gottes Willen, da geh ich keinesfalls hin. Das kann nicht sein, im September Weihnachten feiern. Aber letzten Endes ist ja mit allem, was man macht, es gibt immer ein Für und ein Wider. Das Für scheint zu überwiegen, so dass der Satire-Weihnachtsmarkt wohl eine Zukunft haben wird. So wie es angenommen worden ist, wie die Stimmen sind, denke ich, der nächste Termin steht schon fest, und zwar 18. September 2021. Ob der diesjährige stattfinden wird, war im Vorfeld nicht ganz sicher. Seit 4 Wochen wird ein Corona-konformes Hygienekonzept erarbeitet, was immer wieder nochmal nachjustiert wurde auf Behördenwunsch vom Landratsamt. Und am Mittwoch war dann der finale Hofplan wurde dann genehmigt. Wie bei vielen richtigen Weihnachtsmärkten konnte man auch bei dem satirischen einen guten Zweck unterstützen. Wir sammeln Spenden für den Kindergarten Pusteblume. Die sind 16.30 Uhr aufgetreten mit einem herbstlichen und weihnachtlichen Programm. Das wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Und für die Kinder sammeln wir Spenden ein. Einmal, dass die Händler ihre Standgebühr dafür spenden und auch die Besucher. Und natürlich auch von der Apotheke werden die Trinkgelder in die Spendenbox gesteckt. Letztes Jahr sind 200 Euro zusammengekommen und dafür wurde im Kindergarten pädagogisches Spielzeug angeschafft. So, zum Zweiten haben wir eine Weihnachtsaktion, so eine Art Weihnachten im Schuhkarton. Aber die soll hier vor Ort stattfinden, also sozusagen nachhaltig.
und klimaneutral, indem die Pakete nicht in die dritte Welt verschickt werden, sondern die sollen hier im Ort bleiben und die Kinder vom Kinderheim in Burgstedt sollen damit beglückt werden. Und bis zum 6. Dezember, also Nikolaustag, können noch in der Apotheke, in der Schwanenapotheke, Päckchen abgegeben werden. Am besten mit einer Beschriftung, ob es von Jungen, ob es von Mädchen ist und noch welches Alter in etwa. Wer den Satire-Weihnachtsmarkt besucht hat, hat 2020 wenigstens schon mal einen Weihnachtsmarkt besucht. Satire-Weihnachtsmarkt, sozusagen der erste Weihnachtsmarkt, der dieses Jahr stattfindet. Was wir weg haben, haben wir weg. Es weiß keiner, wie die Situation weitergeht. Die Infektionszahlen steigen ja jeden Tag wieder an. Und welche Weihnachtsmärkte in der Region hier überhaupt stattfinden werden, das steht ja sicherlich heute noch im Stern. Deshalb wünsche ich allen schon jetzt eine frohe und gesunde Weihnachtszeit. Ich habe einen Stress hier schon jetzt. Wie viele Tage ist bis Weihnachten noch? Wie viele Tage? Oh, bestimmt noch 91. 96 Tage. Oh, da habe ich auch noch sechs. Gut, gut geschätzt, aber du hast nichts gewonnen. Ach Mist. Das war nieder. Schönen Tag noch, ich gehe jetzt arbeiten. Die Wochensplitter wurden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi und Servicepartner für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte in Frankenberg. Ja, wir sind wieder zurück hier am Küchentisch im Esche-Museum. Frau Wiegand-Stempel, was gibt es denn hier so für besondere Stücke in der Ausstellung? Ja, wir haben natürlich viele Arbeitsmaterialien aus den verschiedenen Zeiten. Wir haben die Textilien, die produziert worden sind, aber als Besonderheit haben wir eine Heimarbeitsstube nachstellen lassen, im Prinzip eine historische Strumpfwirkerstube als Puppenstube. Und das ist natürlich immer schön für die Besucher, die sich das einfach gern da im Detail auch angucken. Ja, und die ganzen restlichen Ausstellungsstücke, wer hat die eigentlich alle so zur Verfügung gestellt? Also hier ist ja wirklich vieles zusammengetragen worden. Also ich bin so richtig wirklich in eine andere Zeit versetzt. Ja, also man muss sagen, die meisten Stücke stammen tatsächlich aus dem Esche-Museum. Die haben wir irgendwie im Fundus, da das ja die Tätigkeiten waren, die die Region geprägt haben und natürlich auch während der Industrialisierung eine Rolle gespielt haben, konnten wir da aus dem Vollen schöpfen, aber es gibt auch so ein paar Leihgaben, zum Beispiel eben einen Handwagen, mit dem die Frauen dann die Ware abgeholt haben, dann natürlich verschiedene Nähmaschinen, die zu unterschiedlichen Zeiten und zu unterschiedlichen Verwendungen auch genutzt wurden und ja, also das ist wirklich das meiste, was hier ist, tatsächlich aus dem eigenen Bestand. Ja, und die Frau Dr. Wiegand-Stempel hatte gerade ein schönes Stichwort gegeben, Thema Industrialisierung. Dafür war natürlich hier in der Region auch die Eisenbahnstrecke der Muldentalbahn besonders wichtig. Und wir waren kürzlich zu Besuch beim Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde e.V., die den Schienentrabi zwischen, ich sage jetzt mal, Rochlitz und Lunzenau oftmals betreiben. Und haben da mal nachgefragt, wie es dort so weitergehen soll. Denn die Strecke oder ein Teil der Strecke wurde verkauft. Und es ist noch nicht klar, wie der Betrieb weitergehen soll. Aber schauen Sie selbst. Wir sind heute mal zu Gast auf der Muldentalbahnstrecke. Die Muldentalbahn ist ein Denkmal und deswegen sind wir auch im Gespräch mit Falk-Uwe Langer vom Landratsamt Mittelsachsen von der Denkmalschutzbehörde. Herr Langer, die Muldentalbahn, wie ist die eigentlich auf die Denkmalliste gekommen? In Sachsen sind 2 Dutzend Eisenbahnstrecken unter Schutz, vorrangig im Bereich des Erzgebirges sowie in Ostsachsen. Die Hälfte davon sind Schmalspurbahnen und die anderen sind Normalspurbetrieb. Es gibt nur eine Strecke, die sozusagen im Flachland, im Vorerzgebirge auf die Denkmalliste gekommen ist und das ist diese Muldentalbahn. Und das hängt damit zusammen, dass sie exemplarisch die Geschichte
des Anschlusses der Industrieanlagen entlang des Muldetales an die große weite Welt, namentlich an die Umschlagsplätze in Leipzig und in Berlin, thematisierte. Und da hat man sich in den Jahren 1873 bis 1875 mit einer privaten Eisenbahngesellschaft, die eigens für die Zwecke der Errichtung dieser Bahnlinie konzipiert wurde, Gedanken gemacht, wie schafft man die Güter aus dem Tal auf dem Schienenwege zum Anschluss an die weite Welt. Und so begann man also mit einem Bauprojekt, das 82 Kilometer lang ist, durch das gesamte Muldetal zwischen Glauchau und Wurzen führt und sogar zweigleisig konzipiert war, aber nur eingleisig ausgeführt wurde. Und insgesamt 71 Brückenbauwerke, größere und kleinere Art, vereinigt einen Tunnel und 29 Kilometer Bahndämme. Also ein gigantisches Schienenprojekt, was damals seinen Ausgangspunkt nahm. Auf die Denkmalliste ist es deshalb gekommen, weil entlang des Streckenverlaufes eine Fülle von Gleisanlagen, von Weichen, von Signalen, von Fernsprecheinrichtungen im Original überkommen sind, sodass man von einem sehr guten Erhaltungszustand im Sinne des Originales sprechen kann. Das ist bei anderen Strecken nicht so der Fall. Heute sind es nur noch zwei Streckenabschnitte, eines von Glauchau kommend bis in die Gegend von Rochsburg und der zweite Abschnitt, auf dem wir uns jetzt gerade befinden, zwischen Rochlitz und dem Görener Viadukt. Das sind zwei Vereine, die sich da ins Zeug legen, die die Strecke gepachtet haben oder den Streckenabschnitt, von dem wir jetzt sprechen, und sich mühen, die Touristen, die Gäste oder heute eben die Kollegen auf dem Wege durch die Landschaft zu befördern, um auch nochmal diese Schönheit des Gleisstranges und die Umgebung vor Augen zu führen. Ja, und das ist eigentlich schon eine wunderbare Überleitung, denn auch wir werden jetzt das Vergnügen haben, mal mit dem Schienentrabi zu fahren, der von einem der Vereine betrieben wird. Das Stellwerk hat bis 2012 bis zur Betriebseinstellung Dienst getan. Danach hat man es sich selber überlassen. Und bis 2012, in den 10 Jahren, ist also vieles zerstört und entwendet worden. Alles, was Sie hier an Inneneinrichtungen sehen, ist wieder neu beschafft worden. 2012 haben wir also beschlossen, als Verein unsere Schienentrabi-Fahrten, die damals von Roberts her in Wechselburg endeten, noch bis Görn zu erweitern. Aber das konnten wir auch noch nicht absehen, dass wir noch mal bis Bedich fahren können. Und in dem Zusammenhang brauchten wir also Umsetzmöglichkeiten für unsere Beiwagen. Und dazu haben wir also praktisch dieses Stellwerk beschlossen, wieder in Betrieb zu nehmen. Wir haben dann erstmal alles wieder zusammenflicken müssen. 2008, als wir hier die ganzen Lehmgleise abgerissen hatten, hatte die Baufirma sämtliche Drahtzugleitungen gehabt, um die Weichen vorzustellen. Und das müsste erstmal alles wieder in Stand gesetzt werden. Auch hier hinten die ganze Elektrik, das war alles
kaputt und zerstört. Und das haben wir jetzt so weit, dass das Ganze erstmal wieder alles funktioniert. Also wir können jetzt im Prinzip diese komplette Eisenbahntechnik, wie sie früher war, wieder nutzen. Wir haben dazu auch den Fahrdienstladeraum hier vorne im Bahnhof mit angemietet von dem Eigentümer des Bahnhofs, weil wir das für diese ganze Technik mit brauchen. Um diesen ganzen Bahnhofsblock durchführen zu können, brauchen wir also vorne diese Fahrdienstladertechnik mit, und damit das nicht vernichtet wird, haben wir also diese Räume hier vorne mitgesichert. Der Verein Mundendalbahn, der ja, ich sage quasi mit unserem Verein so eine halb Personalunion ist, hat dann das Stellwerk gekauft. Und es gab ja nur schon erste Gespräche mit Frau Gries hier und Herrn Stretz, wie man eventuell hier auch das Ding mal in Zukunft sanieren kann. Weil, eins ist Fakt, so wie es jetzt ist mit dieser Decke, kann man es nicht ewig mehr erhalten. Also muss dann noch mal was passieren. Es soll auf jeden Fall auch keine Brachialsanierung werden. Also braucht keine Angst haben, dass wir hier eine Neubauwohnung draus machen. Wann kommt denn der? 40, 50. Wir haben noch 10 Minuten wenig. Wissen wir nicht. Mir ist egal. 10 Minuten kommt der Zug. Auf den Zug können wir schon warten. Ja, wir sind auf unserer Reise mit dem Schienentrabi mittlerweile am Görner Viadukt angekommen. Und im Gespräch sind wir jetzt mit Thomas Kraus vom Verein Sächsische Eisenbahnfreunde. Herr Kraus, wie lange betreiben Sie eigentlich schon den Schienentrabi hier? Ja, wir sind jetzt in der 12. Vorsaison. Seit 2009 sind wir also hier jetzt auf der Strecke zwischen Rochitz und Görn unterwegs. Und wir haben mitbekommen, wir sind möglicherweise, ich sage jetzt mal so ziemlich die Letzten, die das genießen können. Oder gibt es wieder Hoffnung für den Schienentrabi? Wir stehen mit den Eigentümern aktuell im Gespräch und wir sehen, ob wir bis nächstes Jahr eine Klärung der Sache hinkriegen. Ich bin da zwar guter Hoffnung, aber letztendlich wird das sicher das Geld entscheiden. Ja, und wie hängt das eigentlich alles nochmal genau zusammen? Das ist eine Investorengesellschaft, die Bahn oder die Bahnstrecke gekauft? Die Strecke wurde 2015 von der Deutschen Bahn an eine Chemnitzer Immobilienfirma verkauft. Und diese Immobilienfirma hat die im letzten Winter wieder an diese neue Gesellschaft aus Berlin verkauft. Und ja, die hatten ursprünglich andere Pläne vor, aber im Moment wollen sie jetzt die Strecke wieder weiter veräußern. Das wäre ja auf alle Fälle schön, denn da besteht ja definitiv noch Hoffnung für diese touristische Weiternutzung der Strecke und auch für Sie als Verein mit dem Schienentrabi, oder? Ich hoffe es, dass wir auch nächstes Jahr weitermachen können, aber wie gesagt, genau das kann ich zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen, aber ich will es mal nicht aufgeben. Und Ihr Verein, wie viele Mitglieder haben Sie eigentlich? Der Verein in Schwarzenberg besitzt 160 Mitglieder und hier in der Regionalgruppe im Muldental sind wir ca. 10 Leute. Also was wir vorhin schon im Stellwerk gesehen haben, ist das natürlich eine Wahnsinnsaufgabe, die Sie da mit so wenig Manpower betreiben, oder? Klar, es ist ja umfangreich, diese Aufgaben, die wir tun müssen, aber Eisenbahn ist nun mal sehr vielfältig und das Stellwerk gehört genauso dazu wie die Streckenpflege. Und ich würde mir wünschen, dass aus der Region oder vielleicht auch von weiter her noch weitere Mitstreiter zu uns finden. Aber ja, wie gesagt, ist es ja bei vielen Vereinen so, dass heutzutage relativ wenig Mitstreiter das stemmen müssen. Was steckt denn eigentlich so technisch gesehen hinter den Schienentrabis?
Ja, wie der Name schon verrät, Schienentrabi, das ist zwar nicht der offizielle Name dieses Fahrzeugs gewesen, aber für die Touristen ist der Name Schienentrabi eigentlich inzwischen ein Begriff geworden. Und wie der Name Trabi schon sagt, unter der Motorhaube steckt der Motor und das Getriebe vom Trabant 500. Und die Karosse? Die Karosse war damals eine Entwicklung vom Forschungs- und Entwicklungswerk in Blankenburg im Harz. Und wie ich damals von einigen Leuten erfahren habe, ist diese Karosse zum Teil in Lehrlingsarbeit von den Mitarbeitern hergestellt worden. Klingt ja sehr interessant. Und ich denke mal so zum Abschluss unseres kleinen Schienentrabi-Ausfluges, wie können denn Leute, die gerne mal mitfahren möchten, Kontakt mit Ihnen aufnehmen? Also für dieses Jahr ist es nun leider zu spät. Und wenn wir nächstes Jahr weiterfahren dürfen, sage ich mal, dann können Sie uns gerne unter der Internetseite schienentrabi.de finden. Ja, und wir fahren jetzt einfach noch eine Runde. Telefon und Internet zu teuer? Die Technik soll bleiben? Wir liefern Telefon und schnelles Internet preiswert über Ihren Kabelanschluss. Erfahrene Techniker installieren vor Ort. Die Formalitäten erledigen wir. Vorhandene Rufnummern bleiben. Unsere Tarife sind flexibel. Lassen Sie sich telefonisch oder im Laden beraten. Wir finden die optimale Lösung für Sie. Nutzen Sie unseren Computer-, Drucker-, Telefon- und Sendersuchlaufkundendienst. Wir sind immer von Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr für Sie da. Burgstedt, Chemnitzer Straße 11, parken vor der Ladentür. Naja, und zum Schluss dieser Sendung möchten wir Ihnen jetzt nochmal hier einige Termine so ein bisschen ankündigen. Also was jetzt aktuell stattfindet, ist der 26.09., der Zeitsprungtag. In der Zeit von? Also geöffnet haben wir 13 bis 17 Uhr und die Führungen finden 14 und 16 Uhr statt. Und was steht eigentlich noch an Terminen so jetzt in der näheren Zukunft an, beziehungsweise werden noch Sonderveranstaltungen geboten? Also wir bieten noch öffentliche Führungen durch die Ausstellung an. Die Termine können Sie gerne unserer Internetseite entnehmen, wo es einfach nochmal die Möglichkeit gibt, dieses Thema zu vertiefen. Ja, und im Schloss Wolkenburg ist da auch demnächst noch was geplant, beziehungsweise
Könnte ich mir vorstellen, es geht ja dann auch schon wieder ganz in ganz großen Schritten, obwohl wir jetzt noch im T-Shirt hier mehr oder weniger sitzen, auf die kalte und weihnachtliche Jahreszeit zu. Im Schloss ist im Moment ja noch die Ausstellung Endlich zu Hause, die Sammlung Einsiedel zu sehen, die wir jetzt auch noch etwas zeigen werden, wo auch Restaurierungen jetzt vorgenommen werden und mit der wir ja dann auch weiterarbeiten werden. Aber da haben wir natürlich die Weihnachtsausstellung, die ab dem 6. November zu sehen sein wird, schon im Blick. Und zwar werden das dieses Jahr Holzmodelle aus der Sammlung Albert Kränkel sein. Er hat wirklich ganz umfangreich, also ich schätze mal vielleicht so 3000 Modelle zusammengetragen, alle aus Holz, wirklich in Miniatur, ganz liebevoll gefertigt, von der Pferdekutsche über Busse, LKW bis hin zum Auto, also da findet sich alles und das ist sicherlich auch sehr anschaulich dann, wenn man sich das da anschaut.